Wir befinden uns hier in der radiologischen Abteilung des KMG Klinikums in Güstrow. Die radiologische Abteilung stellt so ein bisschen das Herz des Krankenhauses dar, insbesondere der diagnostischen Möglichkeiten, weil sich hier alle Patienten zusammenfinden, die aus allen Abteilungen des Krankenhauses kommen, bei denen man gerne bestimmte Dinge abklären möchte. Also es geht vom einfachen Röntgen bis hin zur schwierigen Schnittbilddiagnostik, Ultraschall, CT und MRT. Wenn wir von den Patienten zum Thema Schnittbilddiagnostik gefragt werden, worum es sich eigentlich handelt, es gibt da so ein bisschen den kleinen Spaß immer, wenn der Patient fragt, was ist das? Ja, sie werden in ganz viele kleine Scheiben geschnitten. Das heißt, sie werden also mit Apparaten so untersucht, dass man hinterher den Körper in verschiedenen Scheibenschnitten darstellen kann. Das bietet dem Radiologen die Möglichkeit, die Informationen über den gesamten Körper zu sammeln und dem zuweisenden Kollegen dann zu sagen, was in dem Patienten stimmt oder auch nicht stimmt. Zum Beispiel dem Neurologen zu sagen, ob es sich um einen Schlaganfall handelt oder nicht. Dem Chirurgen zu sagen, ob was zu operieren ist. Oder dem Unfallchirurgen zu sagen, ob da ein Knochen gebrochen ist. Hier bei uns verfügen wir auch über alle anderen Modalitäten. Das heißt, wir haben ein CT, einen Computertomographen, wo mit Hilfe von Röntgenstrahlung die Patienten untersucht werden. Und der Vorteil des CTs ist, es ist unheimlich schnell. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, innerhalb von 30 Sekunden den kompletten Körper zu untersuchen. Das sind vor allen Dingen Patienten, die gerade einen Verkehrsunfall hatten, mit Verletzungen am Kopf, an der Halswirbelsäule und auch im Bauch, sogenannte polytraumatisierte Patienten. Dann haben wir ein MRT, einen Kernspintomographen, wo wir mit Hilfe von Magnetfeldern die Informationen aus dem Körper gewinnen können, also ohne Röntgenstrahlung. Das ist hier der große Vorteil. Und er ist sehr genau. Wir sind hier natürlich im Krankenhaus. Wir haben also hier die verschärfte Situation nochmal, dass wir einen gestressten Patienten haben, der in eine meistens komplett unbekannte Umgebung kommt und dann in diese großen Geräte sich hineinlegen soll, um sich zu untersuchen. Das heißt, insbesondere unsere Mitarbeiter, die MTRAs, sind da gefragt, sehr ruhig auf die Patienten einzugehen. Die Ärzte genauso, wenn sie vorher den Patienten ja aufklären und informieren müssen, was jetzt passieren soll. Wir haben wirklich hier die Chance, Patienten aus allen Fachbereichen zu sehen. Das ist das Große an der Radiologie, dass man nicht so fokussiert ist auf einen Punkt in der Medizin. Wir haben auch sehr viele therapeutische Optionen jetzt mittlerweile in der Radiologie. Minimalinvasive Medizin steht da ja ganz vorne. Das heißt, wir können Tumoren behandeln, wir können Gefäßerkrankungen behandeln. Und insofern wird die Radiologie einfach nie langweilig.